Ein herzliches Willkommen. Hallo, wir haben nicht ewig Zeit. Zu Let's Play 4.1. Ja, wir haben im letzten Part hier den Intervall oder den Intervall 02 begonnen. Und das ist hier die South River Clear Anlage. Und wir müssen immer noch Paxton Vettel suchen. Und das werden wir jetzt hier an dieser Stelle vielleicht erledigen, ne? Wir müssen hier hin. So. Oh mein Gott. Gut gemacht. Dann mal wieder zurück. Gut, die bekommen. Was zur Hölle ist denn das? Oh fuck. Unbekannte Übertragung. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Sind das Replikanten? Alma. Alma. Okay, Checkpoint erreicht. Ja, die sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Leck mich am Arsch. Das Problem ist, die fangen an zu schießen. Hilfe! Hilfe, wie kann ich dir helfen? Oh Mann. Das Problem ist, oder das Problem ist, pervers. Ja. Es gibt ein großes Problem hier dran. Bei 4.3 oder so. Was ich, beziehungsweise habe ich auch noch nie gezockt so richtig. Aber da stand das nicht, wenn Alma kam. Und ich weiß nicht, wie ich das hier finden soll, weil nun ja, ne? Hier weiß man zwar, wenn da hier steht, unbekannte Herkunft. Aber oh, Medpack. Drücken Sie Z, um das Medpack zu benutzen. Ja, ja, ja. Okay, geht's nicht weiter. Also gehen wir hier lang. Und hier geht's doch nicht weiter. Wir müssen doch hier hoch. Und ich bin sowas von angespannt. Das glaubt ihr gar nicht. Vier, also hier vier eins. Wird das auch nicht regelmäßig geben, sondern immer, sag ich mal, wenn ich darauf Lust habe. Und das wird nicht immer so sein, weil es halt ein Horrorspiel ist und ja, ne?
Oh, Checkpoint. Oh yeah. Oh, Pistolenmunition. Mit Pack. Ah. What the fuck? Oh. Leck mich am Arsch. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, das war... Oh, fuck. Das ist noch einer. Z. Da hinten ist noch einer. Headshot. Kommt da noch einer raus? Nee. Habe ich denn von jedem die Munition? Und wir machen mal hier einen Quick Save. Und werden uns hier reinbegeben. Och nö. Alter. Was ist das für eine kranke Scheiße? Wechsel, wechsel, wechsel! Ich schaffe nicht. Schieß! Mann! WTF! Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Also, wir sind auf jeden Fall hier jetzt gerade in so einem Shooter-Teil. Was deutlich zu merken ist. Und hier ist es angenehm. Oh, Granaten. Geil. Wir können... Und wir haben Rüstung gefunden. Das gibt es hier in diesem Spiel auch. Wir sehen ja hier unten... Hier unten sehen wir ja Leben und hier Rüstung. Und der Munitionsanzeige natürlich noch. Oh, Cola. 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 Und ja. Ja, nein, 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 nein. Oh. So. Hey. Oh. Ah, da. Ja. So. Zeig mal, was passiert. So. Und hier die Doppelpistole oder die Pistol, wie man es auch so gerne sagt, nutze ich auch sehr oft. Wir haben keine Medipacks, also ich habe schon viele verschwendet dafür, dass wir auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielen. Und ja, das finde ich gar nicht gut. Aua. Huch, kleiner Leck. So. Okay, laden wir kurz die Lampe auf, die geht immer aus. Wir müssen hier rüber. Granate. Pistolmuni. Ja, Pistolenmuni. Zion. Munitione. Und ich würde gerne mal auf meine Uhr gucken. Oh mein Gott. Okay. Wir haben jetzt im Moment... Wer war das? Alma? Alma! Okay. Wir haben hier einen Anrufbeantworter. Wir machen mal einen Quick Save. Oder nee, wir speichern mal komplett. Weil wir es können. Wir machen mal... AB. So,
und speichern das als AB zu. So. Und hören ihm ab. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier Chat von der Buchhaltung. Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachrichten. Okay. Wir betätigen mal den Hebel. Normalerweise den Hebel bei 4 zu bewegen, ist eigentlich immer richtig, richtig schlecht. Ja. Weil, nein, nicht runterfliegen. Wer die weiteren 4 Teile gespielt hat, weiß warum. Oh, mit Pack. Okay, da gehen wir noch nicht rein. Tschüss. Yes, Munition. Oh, geil, eine neue Waffe auch noch. Das heißt, wir haben jetzt hier eine zweite neue Waffe und das ist ein schönes MG. Das gefällt mir. So. Quick Save. Habe ich zwar jetzt nicht gesehen, dass er gespeichert hat, aber wird er wohl gemacht haben, ne? Gemacht, tun. Hallo. Daddy ist hier. Daddy. So. Die sagen nichts mehr. Und ich mache immer gern die Türen zu. Das ist immer gut. Wir laden mal alle Sachen nach, die wir haben hier. Die Pistols, die sind nachgeladen. Und unsere neue Waffe, die wir jetzt erstmal ein bisschen nutzen. Okay, die hat kaum Munition. Wir sparen die erstmal auf und nehmen erstmal die Pistols, weil wir müssen da runter. Ich quick save. Am liebsten würde ich das jedes Mal machen. Licht an. F drücken. Okay, wir kommen jetzt hier eh runter. Oh, die haben diese Muni, die wir von unserem... Ah, das ist gut. Das heißt, das sind schon Replikanten, die ein bisschen mehr Wumms haben, sage ich mir mal so. Und, ja. Und wir gehen jetzt einfach mal hier und wir haben kein Licht. Da kamen wir runter. Und hier sind wir, um die Reflexe zu verbessern. Ja, ja, STRG. Können wir Zeitlupe machen. Und was uns hier hinter erwartet, da sehen wir schon Replikanten rumlaufen. Und das und viel mehr sehen wir dann in der im nächsten Part, im dritten Part von Let's Play 4. Ja, ich freue mich schon richtig. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich ja unterstützen. Ihr wisst ja wie. Vielleicht klappt den Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Das würde mich extrem unterstützen. Vor allen Dingen mache ich das hier nicht umsonst, dieses Horrorspiel zu spielen. Das ist eine riesen, wie sage ich mal, Herausforderung, weil das mein erstes Horrorspiel ist, das ich so richtig durchspielen werde und im Let's Play natürlich auch. Und da würde ich mich natürlich freuen. Und ihr könnt auch mal gerne was schreiben, wie ihr mein neues Intro findet, was ihr jetzt immer hinter vor und vielleicht auch nach den 4 Parts ansehen könnt. Könnt ihr gerne mal schreiben und ja, wir sehen uns dann im dritten Part. Bis dann, Leute. Ciao.